Guten Morgen allerseits. Morgen. So, hallo, hallo. So sieht's aus, wenn Quit and Go Pause macht. Jo. Ja, es ist mittlerweile schon 22:30. Wir sind ja nicht so die Frühaufsteher. Es gibt jetzt den zweiten Kaffee. Mindestens den zweiten Kaffee. Ja, danach gibt es auch noch einen dritten. Ja, vielleicht. Und schaut mal, so ist unser Ausblick. Wow. Ist das nicht was? Und wir haben uns auf jeden Fall gedacht, dass wir euch heute mal in einem ganz kurzen Video, mal schauen, wie kurz es wird, mitnehmen, wie denn so ein Pausentag bei uns aussieht. Und wenn ihr das mitbekommen habt, wir sind ja hier mitten im Wald in Schweden, im No Man's Land. Im Gebirge angekommen und haben hier jetzt einen Wohnwagen, ein Wohnmobil zur Verfügung gestellt bekommen, wieder über das Modell Urlaub gegen Hand. Und heute seid ihr mit dabei. Und jetzt gibt's erstmal Kaffee. Der Flo ist auch wieder da, ne? Kennt ihr den noch aus unseren Frankreich-Videos? Wie lange ist es her, Flo? Oh Gott, 2 Jahre. 2 Jahre. Und doch wiedererkannt. Doch wiedererkannt. Ja. Also, der Flo, mit dem sind wir 2021 ein Stück durch Frankreich gefahren. Wer die Videos schon, ich sag mal, sehr lange von uns verfolgt. Und plötzlich ansonsten ist er wieder da. Nachgucken, sie sind noch online. Radfahrfreundschaften halten für immer. Hast du heute die Fahrräder? So, ich bin jetzt hier nochmal rausgewandert vor unser Wohnmobil. Also es ist wirklich herrlich. Wunderschön hier. Das Ganze ist für die Hühner. Und im Moment gibt es kleine Küken. Und hier ist so eine Doppelsicherung, auch wegen der Katzen. Und ich zeige euch jetzt mal die kleinen Küken. So, da sind sie alle ganz aufgeregt. Ihr weißt denn? Ihr weint. Wer ist der Neugierigste? Wer ist der Mutigste hier? Ja, in so einem Alkoven haben wir alles, was wir brauchen. Da oben ist unsere Schlafstätte. Hier ist mein oder unser Arbeitsplatz. Da schneide ich jetzt gerade das Dänemark-Video dran. Hier haben wir eine Toilette. Die Nasszelle, also hier war auch meine Dusche drin, aber das haben sie rausgebaut. Und hier hat man aber noch ein Waschbecken und eine Toilette. So, und da macht der Fabi sich jetzt Frühstück. Jo, hier ist unsere kleine Küchenzeile. Kleiner, genau. Aber fein, aber man hat alles. Man hat auch einen Kühlschrank. Also für uns ist das absoluter Luxus. Für andere Leute ist es wahrscheinlich viel zu wenig. Aber wir sind total happy, was wir hier haben und sehr dankbar. Und ja, schon echt gut, hier eine kleine Pause einzulegen und einfach hier ein bisschen arbeiten zu können, bis es dann sehr bald weitergeht. So, da ist das gute Ding. Nochmal von außen. Und die beiden Herren frühstücken jetzt erstmal in Ruhe. Gell? Ja. Lecker Müsli. Ja, Müsli, Haferflocken. Haferflocken mit Banane, super lecker. Das ist ja so das Radreisefrühstück, würde ich sagen, oder? Ja. Haferflocken, Müsli, ja. Früchte, Trockenfrüchte, Nüsse. Das geht immer. Das geht immer. Ne? Reicht lange, gibt Power. So ist das. Ja, und viele von euch haben ja jetzt einen Tipp abgegeben, wie lange wir morgens immer so brauchen, bis wir startbereit sind. Also wir brauchen circa 2 bis 3 Stunden, bis es bei uns losgeht. Und wir stehen meistens immer so, ja, ich würde sagen, zwischen 8 und 9 Uhr auf. Ne? Also manchmal fahren wir um 10, manchmal um 11. Das hängt immer davon ab. Wir sind total gemütlich, wir stressen uns nicht. Was hält das mit Trockenfrüchten? Das ist günstig, das Müsli, ne? Ist, glaube ich, nicht so teuer, ne? Ich weiß nicht, ob die Preise angekommen. Also ich habe insgesamt für den Einkauf 2 Bananen, das Müsli, die Milch. Ja, so sieht das aus, wenn wir schneiden. Wir haben hier einen Laptop mit dabei, Mauspad und eine Maus, weil ja, hiermit kann man echt nicht so gut arbeiten, wenn man hier in der Timeline drin ist. Und ja, die Frage kam auch schon sehr häufig, womit wir denn überhaupt schneiden. Wir schneiden mit den Adobe-Programmen, also Adobe Premiere Pro. Früher haben wir mal unsere vorherigen Videos mit einem kostenlosen Programm geschnitten, das hieß Shotcut. Und ja, das kann man sich kostenlos runterladen. Das ist auch schon echt gut, das hat viele Funktionen, aber irgendwann ist es halt dann doch begrenzt. Und wir haben uns ja dann doch in der letzten Zeit relativ viel auch selber beigebracht und
ja, da ist es dann halt irgendwann nicht mehr so ganz ausreichend. Und wir müssen auch sagen, mit den Adobe-Programmen, das ist alles so ein bisschen intuitiver, ein bisschen einfacher zu schneiden, ein bisschen schneller zu schneiden. So, das hier ist eine Stuka, nennt man das. Da haben ganz früher die Schweden vielleicht mal Getreide gelagert. Das ist ein bisschen höher gelegt, dass keine Mäuse oder so reinkommen. Und das sieht von innen so aus. Da kann man auch drauf schlafen. Und dann geht noch eine Treppe nach oben. Ah, so. Und da wird es schon löchrig, ihr seht es. Aber es ist sowas wie ein Speicher gewesen. Von da unten, von der Straße, da sind wir vor 3 Tagen ganz erschöpft von der Höllentortur, 113 Kilometer, 1000 Höhenmeter mindestens, angekommen, schon im Dunkeln und sind hier aufs Grundstück und waren wirklich heilfroh, dass wir angekommen sind. Ich war wirklich, ihr habt es dann ja nicht mehr so mitbekommen, weil die GoPro-Akkus auch leer waren. Ich war so fertig, ich bin hier angekommen, ich konnte kaum mehr sprechen. Wir sind ins Bett gefallen, ins Wohnmobil. Wir waren so froh und haben, ich glaube, nächsten Tag bis 11 Uhr geschlafen. Ja, und wenn man morgens oder abends in der Dämmerung Glück hat, hier oder auch da, oder auch, ich bin schon mal hier rüber gelaufen, da kommt man dann übers Grundstück auch noch mal in den Wald. Da sieht man dann Elche stehen. Ich hatte vorgestern das Glück, ich habe einen gesehen, aber leider nur noch das Hinterteil. Ich konnte es auch nicht filmen. Man muss sehr leise sein und ich war einfach zu laut und der ist direkt weg. Aber es war auf jeden Fall ein Elch und ich habe noch das Hinterteil gesehen. Riesengroß sind die. So, Schatz, ich gehe jetzt zur Arbeit, ne? Wir sehen uns dann später wieder. Verdien mal unser Brot. Ja, also man sieht, hier ist richtig was los. Hier wird richtig geschafft heute bei dem guten Wetter. So, und hier sind unsere Fahrräder alle drin, versteckt. Das ist der Flo seins. Da ist auch ziemlich viel Geraffel und Geriffel dran. Ja, und die kennt ihr ja, das sind unsere. Da wollen wir heute auch noch dran. Radreisepause bedeutet tatsächlich, dass man sich auch um die Fahrräder kümmert. Bei uns ist immer ganz wichtig, dann wird die Kette gemacht, dann wird halt geschaut und ja, Fabian wollte, glaube ich, auch nochmal an seinen Vorbau dran gehen. Und der Thorsten, der hier wohnt, bei dem wir sind, das sind also übrigens deutsche Auswanderer, die sich hier in Schweden halt einfach ja wirklich älteres Haus gekauft haben und das sich jetzt hier alles fertig machen, ja, und einfach froh sind, ein bisschen Hilfe zu haben. Und der ist also auch sehr fahrradaffin und der hat schon gesagt, wir gucken uns mal zusammen noch den Vorbau an. Oh, fein. Das ist der Findus. Der fängt hier die Mäuse immer, ne? Du bist der kleine Mäusefänger hier, hm? Schöne warme Dusche. So, ja, der Thorsten und die Family, das wollten wir mal ganz kurz zeigen, die haben hier einen Kachelofen drin.
Das heißt, sie sind komplett autark. Wenn hier der Strom ausfällt, dann können sie hier mit heizen und damit können sie aber auch kochen und alles drum und dran. Also echt richtig cooles Ding und super autarke Geschichte. Dann haut man hier einfach die Holzdinger rein und dann kannst du hier heizen und ja, kochen und alles drum und dran. Schon ziemlich cool. So, und hier ist ein selbstgebautes Gewächshaus. Der Thorsten hat immer über Kleinanzeigen sich alte, gebrauchte Fenster abgeholt, wenn es die mal umsonst gab. Und dann hat er hier per Hand, ganz minimalistisch, aber sehr pragmatisch, sich ein Gewächshaus hochgezogen. Und hier ist der dazugehörige Acker. Hier werden Kartoffeln angepflanzt und alles Mögliche an Gemüse. Da ist ein Kräutergarten. Und ja, Salat, was haben sie hier, Radieschen und solche Geschichten alles. Also richtig cool, alles wird hier selbst gemacht. Es gefällt uns wirklich sehr, sehr gut. Das Ganze ist sehr inspirierend für uns, muss man wirklich sagen. Auch den Zaun, den hat er hier selber aufgezogen. Weil wir sind hier ja mitten im Wald und hier kommen natürlich, wenn man das nicht absichert, kommen dann die Wildschweine. Obwohl es hier in Schweden nur 100.000 gibt, was wirklich sehr wenig ist. Mal im Vergleich, es gibt 300.000 Elche in Schweden und nur 100.000 Wildschweine. Aber auch die Elche, wenn die das natürlich wittern, dass hier was zu holen gibt, dann kommen die. Hier ist alles von Wald umringt und das muss natürlich auch absichern. Endlich mal wieder. Deutsche Bratwurst. Hier in Schweden. So, die Bäuche sind voll. Hier sind gestern noch Deutsche angekommen im Wohnmobil, Freunde von dem Thorsten. Und ja, da haben wir jetzt gerade mal noch mal richtig abgesahnt. Dann können wir heute Abend mal Bierchen trinken. Das ist ja in Skandinavien jetzt nicht so, so oft der Fall. Ne? Fabi, hast du schön im Kühlschrank verstaut? Ich persönlich komme ja aus dem Speditionsgewerbe. Da habe ich heute einen Leidensgenossen getroffen und vielleicht hatte der so viel Mitleid mit uns, dass er uns einfach ein Bier in die Hand gedrückt hat. Also richtig korrekt, Albert, wenn du das siehst, bist eine coole Sau. Danke. Das lassen wir uns schmecken, wa? So, ich würde sagen, wir lassen den Abend hier noch jetzt ja sehr gemütlich ausklingen und mit ein paar Umdrehungen dann ja auch. Ne? Mhm. Ja, das war unser kleiner Update-Vlog für euch, wie es aussehen kann, wie wir Pause machen. Urlaub gegen Hand, also wirklich ein wunderbares Modell. Wir haben bisher immer nur Glück gehabt und ja, so inspirierende Menschen auch kennengelernt und man kommt so gut in Kontakt. Ja, das ist halt einfach wunderschön, nachdem man so eine längere Pause gemacht hat und auch teilweise manchmal relativ einsam unterwegs gewesen ist. Ja, wir haben uns zwei, aber wir freuen uns natürlich dann auch mal auf andere Leute wieder zu treffen und meistens sind es halt sehr inspirierende Menschen. Sehr interessante Menschen. Leute, die ausgewandert sind aus Deutschland, also die haben sehr interessante Geschichten zu erzählen und ja, diese Balance aus Arbeiten, an den Videos arbeiten und dann halt auch sehr viel Zeit mit den Menschen zu verbringen. Entspannung für einen selber auch. In ziemlich coolen Umgebungen, wie jetzt hier in den Bergen Schwedens, ist einfach super geil und ich hoffe, euch hat der Einblick gefallen. Genau, und nächste Woche Freitag kommt unser Dänemark-Video. Ja, wir möchten uns auch auf jeden Fall noch bedanken. Ihr sorgt so wunderbar für uns hier in Schweden. Vielen Dank an die Spender. Dorothea hat gespendet, Arjan, vielen Dank für deine Spende und Judith, vielen lieben Dank. Dankeschön. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.